Jetzt mal unter uns. Es gibt doch kein besseres Gefühl, als mit einem Wattestäbchen die Ohren vom Ohrenschmalz zu befreien. Denn ganz ehrlich, wer will das eklige Zeug schon in den Ohren haben? Oder auf seinen In-Ear-Kopfhörern? Aber halt, das solltet ihr auf keinen Fall tun. Um euch mal über das Thema aufzuklären, kommt heute ein Video rund um das Thema Ohrenschmalz. Wofür brauchen wir überhaupt Ohrenschmalz? Wenn ihr von einem langen Schul- oder Arbeitstag nach Hause kommt und euch wascht, wisst ihr bestimmt, wie viel Dreck sich an den Händen, am Körper oder am Gesicht ansammeln kann. Genauso kann auch Schmutz in den äußeren Gehörgang gelangen, also in den Abschnitt zwischen dem Trommelfell und der Ohrmuschel. Außerdem können sich dort auch Hautschuppen ansammeln. Wie ihr ja wisst, erneuert sich unsere Haut ständig von alleine. Dabei werden neue Hautzellen gebildet und abgestorbene Hautpartikel schuppen sich ab. Und damit der Schmutz, der von außen ins Ohr gelangt und die abgestorbene Haut nicht für immer in unserem Ohren bleiben, haben wir Ohrenschmalz. Ohrenschmalz ist also quasi eine Art Selbstreinigung unseres Körpers, um die Ohren auch von innen sauber zu halten. Im äußeren Gehörgang sitzen die sogenannten Ohrenschmalzdrüsen. Diese Drüsen sondern ein Sekret ab, welches aus Fetten und anderen Stoffen besteht. Das Sekret hat einen leicht sauren pH-Wert und unterstützt so den Säureschutzmantel der Haut im Gehörgang. Der Schutzmantel hilft uns, Bakterien und Pilze, die in unser Ohr gelangen können, abzuwehren. Wenn das Sekret mit abgestoßenen Hautschuppen und Staubpartikeln zusammentrifft, entsteht das, was wir als Ohrenschmalz kennen. Das Ohrenschmalz gelangt in der Regel auch alleine aus dem Ohr. Vor allem, wenn wir unseren Unterkiefer bewegen. Also beim Sprechen oder Kauen von Nahrung oder Kaugummi. In manchen Fällen kann es passieren, dass sich zu viel Ohrenschmalz bildet und ein Pfropf entsteht. Ein Pfropf kann den Gehörgang verstopfen und unser Hörvermögen beeinträchtigen. Das kann sich für den einen oder anderen auch unangenehm anfühlen. Wenn sowas passiert, hat das aber gar nichts mit Hygiene zu tun. Es ist vor allem bei Männern oder älteren Menschen so, dass sich Ohrenschmalz im Gehörgang ansammeln kann. Im Alter schrumpfen die Ohrenschmalzdrüsen nämlich und sondern weniger Sekret ab. Dadurch wird das Ohrenschmalz trockener. Das kann dazu führen, dass abgestorbene Hautpartikel nicht mehr so gut nach außen gelangen und sich ein Pfropf bildet. Ohrenschmalz kann sich auch im Ohr ansammeln, wenn wir Wattestäbchen für die Reinigung der Ohren benutzen. Es ist also so, dass Leute, die versuchen, sich die Ohren mit Wattestäbchen zu säubern, das Ohrenschmalz oft nur tiefer ins Ohr hineinschieben. Unser Ohr versucht ständig von alleine das Ohrenschmalz nach außen zu befördern und durch Wattestäbchen hindern wir das Ohr daran. Außerdem können Wattestäbchen auch die Haut des Gehörgangs reizen oder zu Verletzungen im Gehörgang oder am Trommelfell führen. Also bitte lasst die Finger von Wattestäbchen. Diese sind ein No-Go, wenn es um eure Ohren geht. Auch Hörgeräte oder die häufige Verwendung von Ohrstöpseln oder In-Ear-Kopfhörern können Grund für eine Ansammlung von Ohrenschmalz im Ohr sein. Bestimmt fragt ihr euch jetzt, wie man die Ohren überhaupt reinigen sollte. Naja, wie bereits erklärt, reinigen sich die Ohren von selbst. Das Einzige, was ihr reinigen könnt, ist die Ohrmuschel. Ihr könnt zum Beispiel mit einem angefeuchteten weichen Lappen oder einem Kosmetiktuch die Ohrmuschel von Ablagerungen befreien. Ich will euch nochmal besonders ans Herz legen, wirklich nur die Ohrmuschel zu reinigen. In den Gehörgang einzudringen ist tabu und macht eure Ohren im Nachhinein nur noch verschmutzter. Wenn eure Ohren aber durch Ohrenschmalz verstopfen sollten, kann man beispielsweise Ohrentropfen oder Sprays benutzen, um die Ohren wieder frei zu machen. Diese Mittel heißen Ceruminolytika. Sie weichen das Ohrenschmalz auf, wodurch es leichter aus dem Ohr abfließen kann. Diese Mittel sind meist gut wirksam und rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Bei Entzündung des äußeren Gehörgangs, einer Mittelohrentzündung oder bei Trommelfellverletzung solltet ihr euch aber nicht selbst an Ohrspülung versuchen. Auch bei sehr hartnäckigen Verstopfungen, bei denen selbst die Sprays und Tropfen nicht weiterhelfen, solltet ihr lieber zum HNO-Arzt gehen. Der HNO-Arzt kann euch untersuchen, indem er in eure Ohren hineinschaut und er kann festsitzendes Ohrenschmalz professionell entfernen. Zum Beispiel, indem er eure Ohren fachgerecht spült und einen entstandenen Ohrenschmalzpfropf absaugt. Unser Ohrenschmalz hilft uns also zur Abwehr von Pilzen, Bakterien und zur Säuberung der Ohren. Lasst also bitte die Finger von Wattestäbchen. Sie können euch verletzen und euer Ohr überhaupt erst verstopfen. Habt ihr das alles gewusst? Oder habt ihr vielleicht noch Fragen zu dem Thema? Schreibt die gerne in die Kommentare.